liebe Freundinnen und Freunde, ich bin bei den Grünen, weil ich mir drei Dinge wünsche. Eine gerechte Gesellschaft mit gleichen Chancen für alle. Eine Gesellschaft, die ökologisch verantwortungsvoll handelt. Und eine Gesellschaft, die nachhaltig wirtschaftet. Und weil Wünschen alleine selten hilft, will ich was dafür tun. Wir Grünen sind für mich die Partei, in der wir zusammen an unseren Ideen arbeiten und gemeinsam für den gesellschaftlichen Wandel kämpfen. Dass das keine Träumerei ist, haben wir hier in Baden-Württemberg bewiesen. Ich bin stolz, dass ich im letzten Landtagswahlkampf als Zweitkandidatin in Rottweil dabei sein durfte. Mit unserem grünen Erfolg haben wir damals nicht gerechnet. Und jetzt sind wir mittendrin im grünen Umbruch. Der fordert uns alle. Als Sprecherin im Ortsverband Stuttgart Nord und als Bezirksbeirätin mache ich die Erfahrung, dass die Basisarbeit vor Ort mit der Regierungsverantwortung im Land anders geworden ist, aber nicht einfacher. Plötzlich wird man auch als Basismitglied in die Verantwortung genommen für politische Entscheidungen, auf die man selbst keinen Einfluss hatte. Manchmal wusste man nicht mal was davon. Das ist nicht nur im ländlichen Raum so, das passiert auch in der Landeshauptstadt Stuttgart. Als parlamentarische Beraterin für Kulturpolitik kenne ich auch die Arbeit in der Landtagsfraktion und weiß, dort Kompromisse zu finden und zu vermitteln, ist auch nicht einfach. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir unsere gemeinsamen Ziele nicht aus den Augen verlieren und alle zusammen an einem Strang ziehen, und zwar in dieselbe Richtung. Freundinnen und Freunde, wir können noch besser kommunizieren. Gehört werden und Beteiligung gehören schließlich zu unserer Politik und zu unserer Partei. Die nächsten zwei Jahre entscheiden viel. Erst die Kommunalwahlen und die Europawahlen, und auch, wie die Landtagswahl 2016 ausgeht. Ich denke, wir alle wollen wieder Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten. Applaus. Im Parteirat möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass uns das gelingt. Erstens durch Vernetzung und Austausch zwischen Landtagsfraktion, Regierung und Partei. Und das nicht aus dem Blickwinkel der Mandatsträger, sondern als Basismitglied, das auch die Strukturen der Regierungsarbeit kennt. Zweitens mit einem Blick aufs ganze Land. Ich lebe in der Großstadt und bewerbe mich mit dem Votum des KV Stuttgart. Ursprünglich komme ich aber aus dem ländlichen Raum, aus Rottweil, einem der schwärzesten Flecken in Baden-Württemberg. Ich weiß, dass man in der Stadt und auf dem Land unterschiedlichen Herausforderungen gegenübersteht und dass man unterschiedliche Lösungsansätze braucht. In der Politik und bei internen Parteistrukturen. Und drittens möchte ich im Parteirat eure Stimme für die Kulturpolitik sein, meinem persönlichen Schwerpunktthema. Kunst und Kultur sind in den Kommunen sehr wichtig und gehören zum täglichen Leben von uns allen. Das soll so bleiben, und daran müssen wir auch in der Landespolitik denken. Dafür will ich mich zusammen mit unserer neu gegründeten LAG Kultur und den kommunalen Arbeitskreisen einsetzen. In den nächsten Jahren werde ich mich als Doktorandin mit Kultur, Beteiligung und Politik beschäftigen. Die Themen sind mir persönlich und auch für die politische Arbeit in der Partei sehr wichtig. Deswegen möchte ich mich auf Landesebene daran einbringen und intensiv daran mitarbeiten. Die ehrenamtliche Parteiarbeit ist mir natürlich nicht nur aus altruistischen Gründen wichtig, sondern es hat auch was Egoistisches. Mir macht es nämlich einfach Spaß, mit euch allen zusammenzuarbeiten, und ich habe richtig Lust, mich im Parteirat für euch einzubringen. Und deswegen bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Danke. Applaus